Guten Abend, Herren. Hier war sonst noch ein Buch, was man lesen konnte. Da bekommt man auch immer so Codex-Seiten. Ja, die werde ich dann in Bonusfolgen vorlesen, wahrscheinlich. Wenn ich es schaffe. Im Mass Effect haben wir es bisher auch noch nicht gemacht, aber da werden die Auto vorgelesen. Nicht alle. Nicht alle, aber die meisten. Bis jede 20. oder 25. Folge eins machen. Ja, irgendwie sowas schauen wir mal. Wir versuchen halt jetzt, oder jetzt finden wir so Alchemie und Giftzustände. Zutaten. Ja, wie zum Beispiel so ein Pilz, den kann man auch so essen, erhöht dann ein bisschen die Ausdauer, aber es bringt mehr, wenn man ihn zum Trank verarbeitet. Wir werden auf unserer Reise noch viele andere Charaktere treffen, mit denen wir dann halt eine Gruppe bilden. Es sind dann immer 4 Leute in einer Gruppe. Und die haben natürlich auch verschiedene Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen nicht alle skillen, weil die anderen ja auch welche haben. Genau. Ja, mal in die Schatzkammer. Oh, Herrin! Wir haben nur, Karten gespielt? Die Schatzkammer ist sicher. Keine Ahnung, warum der Terran uns hier stationiert hat. Hat mein Vater Angst, jemand könnte ihn bestehlen? Ich weiß nicht. Bis jetzt hat noch nie jemand die Schatzkammer aufgesucht. Wer hat denn die Schlüssel für die Schatzkammer? Der Terran und vielleicht die Turner? Ich weiß es wirklich nicht, Herrin. Dann solltet ihr euch vielleicht wieder an die Arbeit machen. Ja, Herrin. Danke, Herrin. Bei 2 aufmerksame Wachen habe ich lieber als 2 knackende Wachen. Jo. Was ist einen gerannt? Ich weiß es nicht. Da steht der eine. Ach, da ist der andere. Ja. Guten Abend, Herrin. Und du hast jetzt eingeschüchtert. Ich kann jetzt die Karten mitnehmen. Das wär's ja. Eingesackt. Wieso gehst du da rechts in den Raum nie rein? Da seid ihr. Eure Mutter meinte, der Terran hätte euch zu sich gerufen. Da wollte ich nicht stören. Warum habt ihr mich gesucht? Ich fürchte, euer Hund hat wieder einmal die Küche in Aufruhr gebracht. Nan droht damit, ihre Koffer zu packen. War der Hund wieder in der Speisekammer? Egal, was die Dienstmädchen machen. Er findet immer ein Schlupfloch. Ihr kennt diese Mabari-Hunde. Sie gehorchen nur ihrer Herrin. Jedem anderen beißen sie den Arm ab. Er würde nie jemanden verletzen. Das will ich nicht ausprobieren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen eigenen Mabari zu haben. Klug genug, um nicht zu sprechen, wie mein Vater immer sagte. Das heißt natürlich, dass er sich schnell langweilt. Nan schwört, dass er sich einen Spaß mit ihr macht. Na, jedenfalls soll ich bei euch bleiben, bis die Angelegenheit geregelt ist. Wollen wir? Jetzt, so out of person, sieht man bei ihm hinten an den Haaren Pixelfehler, falls euch das aufgefallen ist. Ah ja. Ganz kleine. Man sieht halt, dass die Haare da, oder besser gesagt, um die Haare rum, das schärfer ist als der Hintergrund. Also gut, auf zur Küche. Folgt einfach den Schreien. Wenn Nan wütend ist, sorgt sie dafür, dass es jeder erfährt. So, dann den Schrein. Guten Abend, Herren. Wie ihr wünscht. Ihr Stopp, Schatz, dann geh da erstmal da rein. Eine runde Geschichte. Hallo, mein liebes Kind. Wie es der Zufall will, wollte ich diesen Junkern gerade die Geschichte eurer Familie erläutern. Muss das sein? Geschichte ist langweilig. Werte Herren, ihr sprecht von den Kuslens, der Familie, in deren Schloss ihr lebt. Etwas mehr Respekt, bitte. Immer noch der alte Zuchtmeister, ha? Wenn der Verstand nicht bewässert wird, vertrocknet er wie ein zartes Pflänzchen. Möchtet ihr euch uns anschließen? Sicher, ich bin dabei. Wundervoll. Aber die Geschichte der Kuslens ist lang. Wo fangen wir an? Wann wurde unsere Linie begründet? Das lässt sich nicht genau sagen. Aber die Kuslens wurden während des dunklen Zeitalters, Terrence. Kommt euch das bekannt vor? Während der Lykanthropenplage? Gut. Freut mich, dass meine Lektionen gefruchtet haben. Zu jener Zeit stand eure Familie lediglich im Range eines niederen Ban.
Als dann die Werwölfe kamen, verhängte Ben Mather Cousland eine Ausgangssperre und setzte in der Stadt Patrouillen ein. Mehrere andere örtliche Bens unterstützten seine Bemühungen, indem sie ihm Treue schworen und ihn zu ihrem Terrin ernannten. Unsere Familie ist also älter als das Königreich, oder? Ich bin froh, dass nicht alle meine Lehren in der tiefen Kluft zwischen euren Ohren verloren gehen, junge Dame. Das wäre auch gemein. Also, als ob ich dir nie zugehört hätte. Da tust du mir jetzt aber etwas Doofes, ne? Natürlich tue ich mein Bestes. Dann habt ihr die Tiefen eures Potenzials wohl schon verbleit. Ein Jammer. Jedenfalls herrschte eure Familie schon über das Terronier von High Ever, bevor König Kaelenhad Ferelden einte. Turner Elysia Cousland kämpfte sogar gegen Kaelenhad, um High Evers Unabhängigkeit zu bewahren. Und Kaelenhad ließ uns das Tainier? Kaelenhad wollte Ferelden vereinen, nicht unterwerfen. Nachdem Elysias Mannen besiegt waren, nahm Kaelenhad ihr den Lehnseid ab. Der Fels, an dem sie Rat hielten, erinnert bis heute an diesen großen Augenblick. Erzählt mir von unserer Beziehung zu All Howe. Die Geschichte der Cousland und Howes reicht zurück bis zur orlesianischen Besatzung. Wann hat Orlais High Ever besetzt? Während der Herrschaft eures Großvaters. Natürlich hatte Orlais Schwierigkeiten, das Land zu halten. Während des Aufstandes gegen Orlais wurden unweit von High Ever mehrere Schlachten geschlagen. Der Küstenort Harper's Ford war der Mittelpunkt des Terroniers. Sein Arl war Tarleton Howe. Trotz seiner fast 90 Lenze war er immer noch scharfsinnig und bitter wie billiges Bier. Während euer Großvater den Aufstand offen unterstützte, schlug sich Howe auf die Seite von Orlais. Eurer Familie blieb keine andere Wahl, als Harper's Ford zu besetzen. Aber mein Vater und Earl Howe sind doch alte Freunde. Die Howes schlossen sich dem Aufstand schließlich an, als ganz Ferelden von König Marek und General Loghain geeint wurde. Genau wie wir uns heute Mareks Sohn anschließen, König Kaelen, um gegen die dunkle Brut zu ziehen. Ich denke, es wird Zeit, die Lektion zu beenden. Ich muss auch weiter noch in die Küche zu meinem Hund. Danke für eure Nachsicht mit einem alten Mann. Oh, heißt das, wir müssen jetzt euch zuhören? Ruhe! Ich lasse nicht zu, dass ihr beiden großmäulige Rüpel werdet. Vielleicht solltet ihr besser gehen. Sie brauchen nicht noch mehr Ablenkung. Ich mache hier Ordnung und mir einfach die ganze Geschichte selber erzählen. Ich meine, das ist ja nur noch, also sonst hört mich ja sowieso keiner zu. Und den Rest nuschelt er in sein Bad. Ja, ihm hört eh niemand zu, so ja. Seid alles alleine erzählen. So, da können wir ein Buch mitnehmen. Und noch ein Buch. So. Jetzt sieht man oben links auch, dass der Sir Gilmore uns hinterher rennt. Genau. Und zu unserer Gruppe gehört momentan. Ja, jetzt kann man zum Beispiel mit den Taktik. Sieht man hier Eigen, da machen die gar nichts, also setzen gar keine Fähigkeiten ein. Wenn man sie zum Beispiel als Verteidiger macht, sieht man schon, die werden was machen. Haben eine bestimmte Anzahl und Zahl. Das sind also voreingestellte Sachen. Genau. Ja, so die Sachen einzusammeln bringt auch Erfahrungspunkte, wie man gerade sieht. Und wie gesagt, ab und zu werden wir dann eine Folge einstreuen, die dann halt als Bonus gekennzeichnet ist, wo wir das dann sagen. Willst du nicht erstmal in die Küche laufen, bevor wir mit unserer Mutter reden da oben? Ist da irgendwas? Nix? Guten Abend, Herren. So. Man hört die Schreie aus der Küche. Was ich ganz lustig finde, das ist eine Katze. Keine Ahnung, was die bringt. Okay, wie süß. Aber ihr Name steht zwar da, aber man kann nichts mit ihr machen. Süß. Ist aber lustig, dass man sich zu Hause so bedient bei den ganzen Sachen. Naja. So.
Ach mein Gott, die Schreie sind ja echt schrecklich. Schafft den verdammten Köter aus der Speisekammer! Aber Herrin, er lässt uns nicht in seine Nähe. Wenn ich nicht in die Speisekammer komme, ziehe ich euch die Haut ab, nutzloses Elfenpack. Beruhigt euch, gute Frau. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr und ihr, euer verdammter Köter ist ständig in meiner Speisekammer. Schlachten sollte ich das Biest. Tut mir leid, dass er euch belästigt, Nan. Schafft ihn einfach raus, als hätte ich mit einem Schloss voller hungriger Soldaten nicht schon genug Sorgen. Und ihr beiden, steht nicht rum wie zwei Armleuchter, verschwindet! Ja, die Stimme von der einen Elfin war die von Gianni Kamikaze, die wir... Ne, wir werden euch gut dienen, solange der Terran fort ist. Genau, diese Stimme. Und wir dürfen die ganze Nacht wach bleiben, um den Männern des Arls ihre Quartiere zu zeigen. Für die Manga-Fans unter euch. Was redet ihr mit mir, junge Herren? Diese widerliche Kreatur frisst vermutlich meinen Braten, während wir uns unterhalten. Wie ist er denn diesmal in die Speisekammer gekommen? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Vermutlich ist er durch die Mauer geschlüpft. Dieser Hund ist nicht normal. Das sehe ich in seinen Augen. Er macht das absichtlich, nur um mich zu quälen. Das ist aber eine Liebe. Red nochmal mit ihr. Was redet ihr mit mir, junge Herren? Diese widerliche Kreatur frisst vermutlich meinen Braten, während wir uns unterhalten. Bitte beruhigt euch doch. Ich beruhige mich, sobald das Biest aus meiner Speisekammer verschwindet. Ja, ist gut, jetzt gehen wir aber rein. Reizend. Hallo. Seht euch das an. Wie ist der Neue reingekommen? Ah, du bist ein feiner, oh ja, braver Hund. Ha. Oh, er muntert ihn nur. Warum auch nicht? Kein Wunder, dass er Nan auf Trab hält. Wie es aussieht, will er euch etwas sagen. Wartet. Hört ihr das? Wir nennen den Hund Masato, so nennen wir den immer. So nenne ich den auch in Hafsmut. So, das sind Ratten. Riesenratten. Genau. Die hat der Hund aufgespürt. Arme Tiere. Warum? Greifen sie uns auch an? Ja, das denke ich auch. Und jetzt sieht man, man kann halt immer die Zeit anhalten, dann kann man gemütlich durch die ganzen Charaktere switchen, kann den Taktiken machen, zum Beispiel Kampfhund, kann dann für den auch irgendwelche Fähigkeiten sagen, er soll hier angreifen, er soll da machen. Das ist ganz praktisch. Ja, also das eine war ja die vorprogrammierten Sachen, das sind jetzt so interagieren, wenn halt ein Zwischenfall ist, ne? Genau. Da unten, stopp, halt nochmal an. Da unten links kann man auch alle wählen, oder? Hier, wenn man hier drückt, kann man alle wählen. Oder auch nicht. Und da kann man sagen, oh, die sollen Position halten. Genau. Und ja, bei den Ratten seht ihr auch so einen kleinen schwarzen Bereich. Das ist von hinten angreifen. Den haben alle Gegner. Hier sieht man es jetzt schön an der Ratte. Ja, das ist für uns wichtig, weil wir ja Schurken sind und dann von hinten angreifen. Genau. Kannst ruhig mal ein paar Screenshots machen. Ich brauche nur welche für den Kanalhintergrund, wenn wir schon dabei sind. Wie hast du denn gerade das Menü ausgeblendet? Der guckt krass so ultra doof. So, okay, weiter geht's. Ja, und das ist halt gerade die Fähigkeit, was wir eingesetzt haben mit dem Doppelstrich. Was ist denn die Taste für den Kanal fürs Ausblenden? V. V, okay. Falls unsere Zuschauer wissen wollen. Wie erwünscht. Der Sieg wird los! Sein. Und wir brüllen einfach immer noch wie am Spieß im Kampf. Ja, ja. Und im Kampf geht auch irgendwie die Musik lauter und alles. Ja, das werdet ihr leider drunter leiden müssen im ganzen Let's Play. Ich kann nicht bei jedem Kampf diesen Ton leiser stellen. Und man sieht halt jetzt hier auf der linken Seite ist das Leben, was natürlich jetzt noch voll ist, weil die Ratten nicht wirklich Schaden machen. Und das hier ist Ausdauer. Bei unserem Sargeran sieht man jetzt, dass man fast über die Hälfte von der Ausdauer. Gilmore ist eben, ja, diese Gilmore Girls. Ich guck sowas nicht, aber ich habe das schon mal gehört.
Und das ist halt immer taktisch, nach jedem Gegner eigentlich kurz anzuhalten, auf nächsten fixieren, wie man den angreift. Und mal checken, wie viele Lebenspunkte alle haben, genau. Vor allem später, weil bei der ersten Aufnahme sind wir auch schon zweimal gestorben. Ja, aber auch nur, weil halt immer so Massen von Gegnern kommen, deswegen ist es einfach taktischer. Schlauer taktischer vorzugehen. Problem ist nur an dem Spiel, wie man schon merkt, die Kämpfe sind ein wenig weniger Action geladen und etwas langsamer. Also kann man gut quasi auch reagieren auf solche Situationen. In den weiteren Dragon Ages haben die das dann nochmal überarbeitet, da sind die Kämpfe dann etwas schneller. Voll den Kreis um den herum. Riesenratten? Das erinnert mich an die schlechten Abenteuergeschichten meines Großvaters. Euer Hund muss sie durch ihre Löcher gejagt haben. Er wollte gar nicht die Speisekammer plündern. Ach so, was man noch einstellen kann, ob die Charaktere blutverschmiert sind oder nicht. Das ist irgendwie erhöhte Gewalt, heißt diese Option. Insgesamt mit dem Blut, ob es gut ist. Ja, genau. Aber ich sag's mal so, es gehört dazu, ohne wäre es auch langweilig. Wäre ein bisschen komisch, weil wenn ich mir weh tue, dann blute ich auch. Außerdem, das Spiel ist halt ab 18. Und wir wissen ja sowieso alle, dass ihr euch eh alle Spiele besorgt, die schon viel zu alt für euch sind. Genau. Ja, das war schon zu unseren Zeiten so, dass dann hier die 14-Jährigen ab 18 gespielt haben. Und ich denke nicht, dass das Spiel so schlimm ist, jedenfalls momentan nicht. Später wird es in manchen Stellen ein bisschen eklig. Ich glaube, da werde ich euch auch vorwarnen. Aber eigentlich ist das Spiel nicht so schlimm, würde ich jetzt sagen. Ich bin ja kein USK-Mensch, aber... Es ist ja kein Horrorspiel. Ja, es ist jetzt nicht hier wie das von Gronk, wie hieß das nochmal? Mit den Aliens. Duke Nukem und da diesen ganzen... Oh, da wurde mir auch schlecht. Sag ich euch also. Das wäre auch nichts für mich. So. Das waren aber ziemlich große Ratten. Ich habe schon größere gesehen. Sie kommen manchmal aus der Korkari-Wildnis. Aber nachdem ihr jetzt bei eurem Mabari seid, kann ich ja gehen. Ich muss mich auf die Ankunft der Soldaten des Aals heute Nacht vorbereiten. Hä? Hm? Jetzt hat die nochmal die Waffen gezogen. Ja, ja. Macht die manchmal. Da ist noch was. Jetzt gibt's Lob für den Hund. Hm. Können wir auch nochmal mit dem reden? Ja, genau. Man kann den auch suchen lassen. Genau, einmal kann man fragen, ob der das Blut weglecken kann. Das können wir ja mal zeigen. Dann sieht man es. Jetzt haben wir kein Blut mehr dran. Aber es geht nur bei unserem Charakter. Wie süß. Und dann kann man den natürlich auch fragen, ob er irgendwas findet. Dann geht er weg und guckt, ob irgendwas... Ja, er sucht dann in der Umgebung. Genau. Und da findet er manchmal was. Leider jetzt gerade nichts. Dann kannst du ihn noch streicheln. Dann kann man ihn streicheln. Das sieht man leider nicht. Und in Ruhe lassen. Da ist er, dieser freche Köter. Putzt sich auch noch, nachdem er meinen Braten gefressen hat. Eigentlich hat er ja eure Speisekammer gegen die Ratten verteidigt. Was? Ratten? Etwa die großen Grauen? Die werden euch in Stücke reißen! Seht ihr? Jetzt habt ihr die Dienerschaft erschreckt. Ich hoffe, diese Biester sind tot. Ja, die Ratten sind tot. Kein schöner Anblick. Bestimmt hat der Hund die Ratten erst angelockt. Oh, schau mich nicht so an. Ich bin immun gegen deinen Hundeblick. Also gut, hier, das ist für dich. Und sag nicht, dass Nan dir nie etwas gibt, Mistköter. Danke, Herren. Jetzt können wir weiterarbeiten. Ja, genau, ihr beiden. Was steht hier noch rum? Quest absolviert. Lass ihn nochmal suchen. Mhm. Ein Stück Holz? Mhm. Weiter musst du drücken.
Ja, Vergidium. Okay. Okay. Das ist ein Stab. Hm. Oh, 24 Magie, boah, ist der hoch. Na, ja, das ist also für Magier nicht schlecht. Wie lustig. Ich habe noch nie eine Waffe mit dem gefunden. Ja. Und nur so andere Sachen. So Kuchen und so. Sowas zum Beispiel. Dreckige Seidenhose. Damit kann man seine Freunde beleidigen oder auch loben mit den Geschenken. Beleidigen ist es ja nicht direkt, es ist ja eher mehr Streichespiel. Du weißt doch nicht etwa, dass ich die anziehe, oder? Sie muss erstmal gewaschen werden. So, du kannst es dir mal zeigen. Man sieht halt hier, hat man dann quasi schmutzige Hose. Ja, die ist halt lila und die kann man halt dann seinen Kollegen schenken oder auch dem Hund. Genau. Und damit kann man die Freundschaft zu denen erhöhen. Das unten ist bei uns die EP und bei den anderen, gehen wir zum Hund. Da sieht man eine Freundschaftsleiste. Und der ist ja total auf uns, deswegen ist Vertrauen plus 100. Und ja, den kann man auch ein Halsband anziehen und links kann man denen auch später eine Farbe geben. Genau. Und hast du die grünen Sachen links schon erklärt? Nee, kannst du ja machen. Nee, mach du das mal, ich kenne mich damit nicht. Oben sieht man halt die Gesundheit, wie viel Leben der hat. Das ist dann die Ausdauer. Dann Erschöpfung. Erschöpfung geht halt auf die Ausdauer hin. Umso erschöpfter man ist, umso weniger Ausdauer hat man. Also wenn man zum Beispiel, ich kann es kurz so zeigen. Wenn man jetzt auf die Ausdauer guckt, 105. Okay, sieht man jetzt hier nicht direkt. Gut. Das zu dem Thema. Auf jeden Fall hat es halt Auswirkungen, dass die Ausdauer dann nicht mehr so schnell. Und unten die Sachen? So schnell nachkommt. Dann halt die normale Rüstung. Dann Verteidigung. Der normale Angriff. Und für die Hauptwaffe der Angriff. Und die Nebenwaffe, hier sieht man ja beides, Haupt- und Nebenwaffe. Ja, beim Hund sind das die 10. Ja, der hat nur eine. Aber auf jeden Fall ist das bei den Charakteren so, dass sie noch verschiedene Stufen haben können, wie sehr die einen mögen oder hassen. Und wenn sie einen mögen, kriegen sie einen Freundschaftsbonus. Und wenn sie einen hassen oder in bestimmten Punkten des Spiels, kann man sie auch verlieren als Gruppenmitglied. Genau. Dann kämpfen sie dann auf einmal gegen dich. Ja. Mein Gott, wie gut geht das denn hier an der Stelle? Danke, ein Buch. Versuch's nochmal. Nichts mehr. Danke noch einmal für die Hilfe. Würdet ihr bitte noch einen kleinen Moment warten? Wisst ihr... Edney, beeil dich mit den Fässern. Und Kath, willst du dem Taren das vorsetzen mit all dem Dreck vom Boden? Boshafte alte Hexe. Alte Hexe? Wir müssen 2 Abendbrote vorbereiten. Also macht die Herde sauber und hört auf zu jammern. Viel los heute. Ich sorge nur für Ordnung. Deshalb behält mich euer Vater hier. Auf euch muss ich, weiß der Erbauer, nicht mehr aufpassen. Danke, dass ihr eurem alten Kindermädchen beisteht. Der verdammte Köter macht nichts als Ärger. Lass das. Du hast heute schon genug bekommen. Aber was ist mit euch, Herren? Ich hoffe, ihr habt keinen Unsinn gemacht und wart artig? Natürlich. Gut, ich weiß längst nicht mehr alles, was ihr so treibt. Ich bin nur eine alte Kinderfrau, die euer Vater nicht zu seinen Besprechungen einlädt. Erinnert ihr euch noch an die Gute-Nacht-Geschichte, die ich euch immer erzählt habe? Der bissige Hund? Natürlich. Gut, dann erzählt sie mir. Ich erinnere mich leider doch nicht mehr daran, wenn ich ehrlich bin. Die Viecher. Lange bevor unsere Väter die Berge verließen, gebar die Hündin eines Stammeshäuptlings einen Jagdhund. Sie gaben ihm den Namen Hohaku und ließen es ihm an nichts fehlen. Als er zu einem starken Welpen herangewachsen war, sollte er den ältesten Sohn des Häuptlings auf all seinen Wegen begleiten. Und Hohaku wurde hochmütig, oder? Er wurde hochmütig, bestahl die Seinen und warnte sie in der Art der Hunde, dass die Familie des Häuptlings sie bestrafen würde, wenn sie es wagten, ihn anzugreifen.
Die Jahre vergingen. Und es kam der Moment, in dem der junge Häuptlingssohn einen Jagdhund wählen sollte. Hahakus Stolz schwoll an. Aber viele Mitglieder des Stammes berichteten dem Häuptling heimlich von der Bosheit dieses Hundes. Doch der Häuptling sah nur Hahakus Stärke und Stolz und er schickte die Leute weg. Als sein Sohn heranwuchs, beobachtete der Häuptling ihn sehr genau. Schließlich konnte das Leben seines Sohnes eines Tages von diesem Hund abhängen. Und wenn seine demütigsten Untertanen Hahaku schon nicht vertrauten, wie konnte er es tun? Stark oder nicht, er hat ja einen verlässlichen Hund ausgewählt, ne? Als der große Tag kam, wartete Hahaku stolz auf den Ruf des alten Häuptlings. Doch dieser stellte seinem Sohn Hahakus Bruder zur Seite. Hahaku schämte sich, verspürte aber keine Reue. Sein Zorn war groß. Er sprang über die Feuerstelle und biss in des Häuptlings Hand. Ziemlich mutig. Nein, unbesonnen und hochmütig. Als der Häuptling und sein Sohn Hahaku schlugen und ihn verfluchten, suchte er in den Zelten und Hütten des Dorfes Zuflucht. Die anderen Hunde schnappten nach ihm. Die Stammesmitglieder bewarfen ihn mit Steinen. Und noch bevor der Häuptling Hahaku erreichte, hatten sie ihn in Stücke gerissen. Und, was lernen wir aus dieser Geschichte? Missbrauche nie deine Macht. Genau. Hahaku hat eine Position ausgenutzt, von der er dachte, sie stünde ihm zu. Aber ihr seid inzwischen gewiss viel zu alt, um euch von einer alten Frau ermahnen zu lassen, oder? Vergleicht ihr etwa meinen Mabari mit Muhaku? Weil man sie nicht oft genug hören kann. Basta! Dann geht jetzt. Verabschiedet euch von eurem Bruder, bevor er in die Schlacht reitet. Das passte nicht. Ja, ja. Jo. So, jetzt beenden wir unsere erste Aufnahmesession. Ich schneide jetzt das Material. Wir wollen nicht mehr wieder 3 Stunden umsonst aufnehmen. Kannst ja mal speichern, dann können wir ja mal sehen, wie lange wir schon aufgenommen haben. 1 Stunde und 11 Minuten. Das heißt, das werden 2,5 Parts. Weil wir werden halbstündliche Parts machen. Das heißt also beim nächsten Mal, da gibt's dann halt einen Schnitt mittendrin in der Aufnahmesession. Jo. So, die nächste Aufnahmesession wird wahrscheinlich heute Abend sein und ich hoffe, dass wir morgen wieder Internet haben. Das heißt also, ihr seht diese Folge übermorgen oder so. Genau. Okay. Also dann, tschüss.